Ich zeige euch hier eine super tolle Erweiterung von Scape for Genially. Die heißt Take It und die ist die beste Erweiterung, wenn man ein Escape Room Spiel erstellen möchte oder wenn man andere Elemente von Folie zu Folie übernehmen möchte. Also ich zeige euch erstmal, wie das funktioniert und dann, wie man es anwendet. Also zum Beispiel hier kann man eine Glühbirne anschalten. Wenn ich jetzt hier anschalte, dann ist die Glühbirne an. Aber wenn ich ausschalte, dann ist die Glühbirne aus. Also es kann sich von einer Seite zur anderen merken, ob etwas an oder aus ist. Und es funktioniert sogar in einer anderen Präsentation. Also wenn ich jetzt hier das Licht wieder anmache und dann auf den Link drücke, ihr seht, hier ist eine neue Präsentation und hier ist auch die Glühbirne an. Wenn ich jetzt also hier zurückgehe und es wieder ausschalte und dann zu der anderen Präsentation gehe, wenn ich sie wieder lade, dann ist hier auch die Glühbirne aus. Also es funktioniert sogar bei anderen Präsentationen und es funktioniert sogar über mehrere Tage hinweg. Also wenn ich etwas anschalte, sobald ich wieder auf denselben Computer gehe, in denselben Browser, ist das immer noch an. Okay, aber das Tolle für ein Escape Room ist, dass man Gegenstände einsammeln kann. Dass es sich also wirklich fühlt wie ein Adventure-Spiel sozusagen. Also in diesem Fall hier will unser Eichhörnchen eine Nuss und wir können jetzt zu einer anderen Seite gehen. Wir haben auch hier die Tür, die verschlossen ist, also wir brauchen einen Schlüssel. Dann hier können wir eine Nuss finden. Wenn ich da drauf klicke, seht ihr hier unten in meinem Inventar ist jetzt die Nuss. Und wenn ich wieder zurückgehe, auch auf der Seite mit der Tür habe ich die Nuss und auf der Seite mit dem Eichhörnchen habe ich auch die Nuss. Jetzt kann ich also die Nuss hier nehmen und dem Eichhörnchen geben und dann schläft es ein. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier im Gras liegt der Schlüssel, den können wir also hier zur Tür bringen und dann geht die Tür auf. Gut. Also das benutzt Take It und auch D&D, was eine andere Erweiterung ist. Aber ich zeige gleich, wie man das macht. Eine andere Aktivität, für die man diese Erweiterung benutzen kann, ist, um den Spielern Feedback zu geben, welche Teile von einem Spiel sie schon erledigt haben. Also zum Beispiel hier. Bei diesem Quiz können Sie sich aussuchen, mit welcher Aufgabe Sie anfangen wollen. Ich habe jetzt hier nur die zwei Aufgaben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Aufgabe 2 anfangen, dann müssen Sie also hier das richtige Wort finden. Wenn ich jetzt also hier wieder zurückgehe, dann gibt es hier diesen Haken, der zeigt, dass ich dieses Spiel erledigt habe. Und dann kann ich auch das andere Spiel machen, wenn ich jetzt hier die Antwort habe. Und dann gehe ich wieder zurück und jetzt kann ich sehen, dass beide Spiele abgehakt wurden. So, ich habe hier schon mal das Spiel vorbereitet. Dafür habe ich eine Vorlage von den Gamification von Genially benutzt und ein paar andere Elemente noch hinzugefügt. Das allererste, was ihr machen müsst, ist, ihr braucht die Vorlage. Also es funktioniert nicht mit Genially allein, sondern man braucht diese ganzen Codes von der Vorlage. Also die findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Und guckt da in der Präsentation nach Take It. Und dann, wenn ihr das aufhabt, müsst ihr unten drücken Reuse des Genially oder Re Reuse des Presentation. Und dann wird es bei euren eigenen Kreationen gespeichert. Wenn ihr also hier zu Add Page geht, dann zu My Creations, dann solltet ihr das da finden können. Gehe also hier zu Take It. Und dann müsst ihr die blauen Seiten finden. Es gibt hier zwei Versionen. Die ersten zwei blauen Vorlagenseiten sind alle Elemente sozusagen. Und dann die letzten vier sind die, die man braucht, wenn man ein Escape Room Spiel erstellen will. Und die zeigen euch Schritt für Schritt, auf welcher Seite man was hinzufügen muss. Okay, also ich füge die hinzu. Und dann gucken wir mal hier. Also zuerst. Auf der Titelseite brauchen wir eine von diesen zwei Boxen. Wenn wir das Spiel nur für einen Tag sozusagen benutzen wollen, dann benutzen wir die gelbe. Wenn wir aber wollen, dass der Computer sich daran erinnert, wie weit wir gekommen sind und welche Elemente wir eingesammelt haben, dann müssen wir die orange benutzen. Oder auch, wenn wir wollen, dass Sachen über verschiedene Präsentationen hinweg eingeschaltet werden. Aber das funktioniert immer nur auf dem einen Computer und auf dem einen Browser. Okay, also nehmen wir jetzt mal hier die
orangene. Und diese orangene Box werden wir jetzt auf eigentlich all unseren Seiten brauchen. Das ist der Code und die ist unsichtbar, wenn man sich das dann als Spieler ansieht. Also wenn ich hier hingehe, da sieht man das nicht. Aber es ist wichtig, damit es funktioniert. Wenn ich die vergesse, dann erscheint die Seite oft komplett weiß. Also wenn das passiert, dann habt ihr wahrscheinlich diese Box vergessen. Dann brauche ich hier diese schwarze Box. Die ist der Reset, das heißt also, die löscht allen Fortschritt. Wenn man also von dieser Seite anfängt, dann wird alles gelöscht, was man schon eingesammelt hat. Also wenn ihr nicht wollt, dass das gelöscht wird, dann packt diese auf eine Seite, die übersprungen wird, wenn man das Spiel das zweite Mal spielt. Ich brauche mehrere Kopien von dieser schwarzen Box, je nachdem, wie viele Elemente ich habe. Also gucken wir mal hier auf unserer Karte. Also hier ist meine Übersichtskarte und ich habe sozusagen drei verschiedene Räume, auf die ich in der Karte gehen kann und ich habe drei verschiedene Gegenstände. Also ich habe zwei Schlüssel und eine Nuss. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die nennen will und der Name muss auf allen Seiten derselbe sein. Also sucht euch etwas aus, was Sinn macht, dass es sich einfach zu merken ist. Also in meinem Fall nenne ich das Nuss und Silber für den silbernen Schlüssel und Gold für den goldenen Schlüssel. So. Also einfach diese Boxen hier kopieren und wieder einfügen und für jedes Element eine erstellen. Okay. Und sicherstellen, dass ihr die Namen immer gleich schreibt. Also ich habe sie jetzt alle hier mit Kleinbuchstaben geschrieben, also muss ich daran denken, dass ich die immer so schreibe. Okay, dann gehe ich wieder zu meiner Vorlage. Okay, also von der pinken Box hier habe ich alles. Dann die Orange, das ist auf allen Seiten, wo der Inventar sichtbar ist. Da brauche ich also eine von den zwei Funktionsboxen und wir wollten die Orange hier benutzen und eine von diesen grünen Boxen. Die zeigt das Element, wenn es angeschaltet ist. Also die ganze Vorlage funktioniert wie ein Schalter. Wir haben also dieses grüne Element hier, dieses dunkelgrüne Element, das ist der Schalter, der es anschaltet. Und alles, was mit dem durchsichtigen grünen Element gruppiert ist, wird dadurch angeschaltet. Das heißt, das wird da sichtbar. Oder wenn es mit dem roten Element gruppiert ist, wird es dann unsichtbar. Okay, also wir brauchen das. Und dann gehen wir jetzt mal hier auf unsere Karte. Das ist die erste Seite, wo wir ein Inventar haben. Also hier brauche ich auf jeden Fall diese orange Box. Und dann brauchen wir wieder drei von diesen Elementen, weil wir drei Objekte haben. Die muss ich also wieder umbenennen. Und die muss ich dann mit dem richtigen Objekt gruppieren. Es ist wichtig, dass die nicht mit einem Text gruppiert werden können. Also nichts hier kann mit einem Text gruppiert werden, außer mit dem Text, der den Namen des Elements hat. Denn wenn man den jetzt mit einem anderen Text noch gruppiert, dann weiß dieses Element nicht, was ist der Name und was ist das Objekt sozusagen. Also wenn ihr wollt, dass das, was eingesammelt wird, einen Text drauf hat, dann müsst ihr das als ein Bild speichern oder einfach einen Screenshot dafür machen und den Screenshot benutzen statt den Text. Okay, in diesem Fall hier, meine grünen Boxen sind ziemlich groß für meine Objekte, also kann ich die hier ungruppieren. Ich mache sie einfach ein bisschen kleiner. So, und jetzt muss ich aber daran denken, die mit dem Text wieder zu gruppieren. So, jetzt habe ich meine drei Boxen hier. Jetzt kann ich die mit dem richtigen Objekt gruppieren. Also Silber mit dem silbernen Schlüssel und so weiter. Also ich gruppiere die, indem ich die beiden Elemente auswähle und dann kann ich Steuerung G drücken oder ich kann auf das Gruppier-Icon hier oben drücken, das mit diesem Dreieck da drauf. Okay, und jetzt mache ich die in mein Inventar. Die werden also jetzt erstmal noch unsichtbar sein. Also wenn ich hier in die Vorschau gehe, sind sie unsichtbar.
weil sie ja noch nicht angeschaltet sind. Also erst wenn ich auf den grünen Knopf drücke, dann werden die angeschaltet und sie werden dann auf allen Seiten angeschaltet. Okay, ich würde wirklich empfehlen, dass ihr auf der ersten Seite euch gut überlegt, wo die Sachen im Inventar sind und sie dann alle so kopiert und dann auf allen Seiten einfügt. Das hilft, damit das Inventar immer gleich aussieht. Sonst sieht es nachher ein bisschen seltsam aus, wenn man die Sachen eingesammelt hat, wenn man von Seite zu Seite geht und die Nuss mal links ist und mal rechts und so weiter. Also es ist besser, wenn die Objekte immer in derselben Position sind. Deswegen ist es am besten, sich ganz am Anfang zu überlegen, welche Objekte man jetzt eigentlich benutzen möchte und sie dann auf allen Seiten in dieselbe Stelle zu kopieren. Okay, also jetzt haben wir unsere Elemente hier. Also die orange Box haben wir auch abgehakt. Jetzt gehen wir zur grünen Box. Also die muss ich benutzen auf der Seite, wo ich das Objekt einsammle. Da brauchen, was ich vergessen habe, ist diese orangen Boxen, die brauchen wir natürlich auch auf allen Seiten. Also ich kann mal zeigen, was passiert, wenn ich die nicht auf der Seite habe. In diesem Fall zeigt es hier diese grünen Boxen an, was ich natürlich nicht will. Und die Objekte sind schon sichtbar, obwohl sie nicht eingesammelt wurden. Also das zeigt mir, dass hier irgendwas falsch ist. Wenn ich jetzt also die orange Box hier rein tue, dann sind meine Objekte nicht da. So, jetzt habe ich die orange Box auf alle Seiten eingefügt und jetzt kann ich also hier weitermachen. Auf der Seite, wo ich etwas einsammle, brauche ich die rote Box und die grüne Box. Also fangen wir erstmal an hier, wo wir die Nuss einsammeln. Da füge ich die jetzt ein. Und natürlich muss ich den Namen wieder ändern. In diesem Fall geht es um die Nuss, also muss ich die hier ändern. Das bedeutet, dass wenn man auf diese grüne Schaltfläche drückt, wird die Nuss auf allen Seiten angeschaltet. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Name hier mit diesem Namen übereinstimmt, damit das Programm weiß, welches Objekt eingeschaltet wird. Die rote Box hier heißt, dass es unsichtbar wird. Denn wenn ich hier diese Nuss einsammle, möchte ich ja, dass sie hier verschwindet in dem Baumloch und stattdessen hier drüben erscheint. Deswegen möchte ich diese hier ausschalten. Also muss ich diese Nuss mit dieser roten Box hier gruppieren. Und diesen grünen Schalter, den muss ich nur oben drauf legen. Also jetzt im Moment ist er dahinter, also muss ich den nach oben bewegen. So, der muss nicht gruppiert sein, der braucht nur mit dem Namen Nuss gruppiert sein. Aber der muss hier halt liegen, wo die Nuss eingesammelt werden soll, so dass der Spieler dort drauf drückt, wenn er die Nuss haben möchte. Also hier kann man sehen, es ist alles unsichtbar, aber wenn ich hier drüben auf die Nuss gehe, dann verwandelt sich mein Mauszeiger und zeigt mir, dass ich hier was klicken kann. Und hier ist die Nuss verschwunden und hier drüben ist sie wieder erschienen. Gut, das funktioniert also. Jetzt müssen wir genau dasselbe mit den zwei Schlüsseln machen. So, jetzt habe ich also alle Seiten fertig, dass ich die Objekte einsammeln kann. Jetzt muss ich zu der Seite gehen, auf der ich das Objekt verwenden will. So, dafür benutzen wir die D&D-Vorlage und da brauchen wir wieder so eine schwarze Box, ein On-One. Also wir brauchen hier diese ganzen verschiedenen Elemente. Also gehen wir jetzt hier auf diese Seite, wo das Eichhörnchen eine Nuss will. Also da füge ich das jetzt ein. So, und wenn ich jetzt mehrere Objekte auf einer Seite benutzen möchte, also sagen wir, ich bräuchte eine Nuss und einen Schlüssel für das Eichhörnchen, dann müssen wir verschiedenfarbige Boxen benutzen. Die bekommt ihr hier auf dieser Vorlage. Hier seht ihr, gibt es 10 verschiedene Farben. Aber da wir hier nur ein Objekt brauchen, brauchen wir nur eine Farbe. Also, was das bedeutet ist, dass sobald etwas, was mit dem Objekt hier gruppiert ist, auf dieses Ziel, auf diese Zielbox hier gelegt wird, also Cible ist französisch für Ziel, dann wird On angezeigt.
Also was das bedeutet ist, ich will, dass wenn ich die Nuss ist das Objekt, also jetzt gruppiere ich diese hier zusammen. Also die Nuss, das Wort Nuss, die grüne Box und dieses Objekt 1, das gruppiere ich alles zusammen. Und mein Zielobjekt ist hier dieses Eichhörnchen, also lege ich das da drauf. Ich kann es auch größer machen, damit wir auch ganz sicher sind, dass das sozusagen das Ziel erreicht wird. Also hier, das ist das Ziel. Und wenn das gefüttert wird, dann möchte ich, dass das schlafende Eichhörnchen angeschaltet wird. So, also wir machen das hier an. Kopieren wir das zusammen. Und ich möchte auch, dass das wache Eichhörnchen ausgeschaltet wird. Da brauche ich also auch noch hier den Ausknopf. Haben wir off one, nehmen wir auch noch mit. Okay, also dieses Eichhörnchen ist sowohl das Ziel, aber es ist auch off. Und das ist okay, das kann beides sein. Probieren wir das zusammen. So. Dann muss ich auch noch sicherstellen, dass dieses Objekt hier beweglich ist. Also klicke ich da drauf und dann klicke ich auf die Hand, damit ich das rumbewegen kann. Wenn ich das jetzt also ausprobiere, ich nehme die Nuss und mache die auf das Eichhörnchen. Wenn ich loslasse, verschwindet das wache Eichhörnchen und das schlafende Eichhörnchen erscheint. Das ist schon mal ganz gut, aber jetzt habe ich immer noch die Nuss. Und wenn ich auf eine andere Seite gehe, da habe ich immer noch die Nuss in meinem Inventar. Und das will ich nicht, denn ich habe die Nuss ja schon verfüttert. Die soll jetzt aus meinem Inventar also wieder rausgenommen werden. Was ich dafür brauche, ist dieses schwarze Element hier, was sobald es auf der Seite erscheint, schaltet es die Nuss aus. Also ich muss sie hier umbenennen, Nuss. Das soll aber erst passieren, wenn die Nuss auf das Eichhörnchen tritt. Das heißt, ich brauche hier noch eine andere On-Box, also On-One. Das heißt also, dieses schwarze Element wird aktiviert, sobald die Nuss auf das Eichhörnchen trifft. Also gruppiere ich die noch zusammen. So, probieren wir das jetzt aus. Also wir geben die Nuss dem Eichhörnchen und jetzt ist die Nuss hier verschwunden. Das Eichhörnchen schläft und wenn ich auf die nächste Seite gehe, hier ist die Nuss auch verschwunden und hier ist die Nuss wieder im Baum. Was eigentlich ganz gut ist, denn jetzt könnte ich sie wieder einsammeln und das Ganze nochmal machen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht habe oder so. Gut, und jetzt ist die Nuss wieder ausgeschaltet und ist wieder im Baum. Okay, dann machen wir dasselbe mit dem Schlüssel auch noch. Wenn wir das Spiel testen wollen, müssen wir mal aufpassen, dass wir von dieser Startseite hier anfangen, denn da sind ja die Boxen, die das Spiel wieder auf Null zurücksetzen, damit wir sehen, wie das dann aussieht. So, wir probieren jetzt mal die lange Version von diesem Spiel. Also Start. Zuerst gehe ich zu meiner Tür, aber die Tür ist verschlossen. Also suche ich weiter. Hier im Gras finde ich den Schlüssel. Der ist jetzt in meinem Inventar. Auch wenn ich hier drüben hingehe, ist er immer noch im Inventar. Jetzt kann ich zum Baum gehen und eine Nuss einsammeln. Aber da ich ja jetzt den Schlüssel gefunden habe, kann ich durch die Tür gehen. Ich ziehe sie also hier auf die Tür. Die offene Tür erscheint. Also, jetzt habe ich hier das Eichhörnchen, dem kann ich eine Nuss geben. Dann lässt er den Schlüssel fallen, den ich einsammeln kann. Und mit dem Schlüssel kann ich dann hier meine Schatztruhe aufmachen. Und dann gewinne ich das Spiel.